Moin moin und hallo, ich bin wieder zurück. Heute wird kein Kartenchaos gezockt, heute wird wieder was ausgepackt. Ich habe die Wootbox Star Wars endlich bekommen. Eigentlich sollte diese im Januar bzw. im Dezember kommen, kurz vor Weihnachten. Ist nie bei mir angekommen, habe Kontakt mit dem Service von Wootbox aufgenommen. Anscheinend hat der DPD-Bote das Päckchen verschlammt, selber einkassiert oder irgendwas damit gemacht. Daraufhin musste Wootbox mir eine neue Box schicken und jetzt vor 3 oder 4 Tagen konnte ich sie endlich in Empfang nehmen. Es war ungefähr der 10. Januar. Ich hatte die neue Box für den Januar, die Oldschool-Box, wie ihr schon in den Videos sehen konntet, bereits erhalten. Und jetzt kommt die Star Wars-Box. Ein bisschen spät zum Film, aber hier ist sie. Ich finde, Wootbox gibt sich immer weniger Mühe mit den Kartons. Früher waren die, ich glaube, im letzten Jahr, also im vorletzten Jahr, 2016, Dezember Star Wars-Box. Ich glaube, die war außen noch mit Star Wars Design, ne? Jetzt hat die so ein Standard Wootbox Design. Aber ist egal, wir packen die mal aus. Ja, hier drin, das könnte so ein bisschen Star Wars Design sein, ne? Ich weiß nicht, ob das so ein billiger R2-D2-Abklatsch sein sollte. Naja, einmal das Beipackheft, was immer mit dabei ist. Da gucken wir später mal rein, um zu gucken, was die einzelnen Artikel laut Wootbox wert sein sollen. Oh, ich kann jetzt schon ein bisschen was sehen. Und es steht überall Star Wars drauf. Das macht diese Posi oder macht schon mal einen positiven Ersteindruck von dieser Box. Was haben wir hier? Ein Pin. Resistance. Ein Pin, ein. Fängt er es gut ein? Kann man das sehen? Ein roter Resistance-Pin. Pins sind immer ganz nett. Kommt drauf an, was für welche. Bei der Oldschool-Box war so eine komische Flamme und ein Feuer drauf, so ein Holzblock drauf. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Also, ein Pin. Irgendwie sind auch immer Pins dabei. Was ist das? Star Wars Box. Christbaumkugeln. Vielen Dank, Wootbox. Dass diese Box ankommt im Januar, 10. Januar rund. Und da Christbaumkugeln drin sind. Merkt ihr, ne? Ich packe diese trotzdem mal aus. Danach kommen sie auf den Dachboden für nächstes Jahr. Ja. Einmal die Garde und ein goldener X-Wing. Kann man das. Die Garde muss ich mal ein bisschen hier. So. Und X-Wing auf der Rückseite steht jeweils Star Wars einmal drauf, einmal in Gold, einmal in Rot. Ganz billiges Plastik, sieht auch super billow aus. Das ist einfach nur so eine Plastikfolie, die um so eine Plastikkugel drum gezogen ist. Und die ist richtig uneben. Das kann man bestimmt nicht so sehen, aber die ist nicht glatt. Das sieht aus, als hätte man eine Handyfolie amateurhaft beim ersten Mal ausprobiert, die drauf zu kleben, ohne den Bildschirm zu reinigen und da jetzt etlich viel Sand drunter ist. Die sind richtig beschissen. Gut, steht Star Wars drauf. Macht sie nicht ganz so beschissen. Aber gut sehen die nicht aus. Die wiegen auch überhaupt nichts, was ja Tannenbaumkugeln auch nicht unbedingt müssen. Na, jetzt habe ich leider die eine Figur schon gesehen. Aber da ich sie gesehen habe, werde ich die als letztes machen. Wo packe ich die denn jetzt mal hin, dass ihr sie nicht seht? Da so. Was haben wir dann? Ein Star Wars Notebook. Ein Notizbuch. Ich weiß nicht, wie viele Notizen da reinpassen. Wie viele Seiten sind das? Drei? Das ist richtig dünn, dieses Notizbuch. Ich mach's mal eben auf und hol's raus. Vom Cover her muss man sagen, das ist eine sehr schöne Zeichnung da drauf. Auf der Vorderseite BB-8. Auf der Rückseite R2D2 und liniertes Papier, ohne dass da irgendwas draufsteht. Kann man als Telefonbuch, ja, braucht man auch unbedingt noch zu Zeiten von Handys. Ja, Notizen, ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind. Das sind hier vielleicht 20 Seiten oder sowas. Das ist schon echt dünn, ne? Das ist nix. Ich bin gespannt, was da gleich für ein Preis angegeben ist. So, Christbaumkugeln, Pin, Notizbuch. Dann
Vorletzter Artikel. Das T-Shirt. Sehr schön, im Gegensatz zum Januar ist das in Schwarz hier, im Januar war es in Weiß. Und jetzt gucken wir uns mal das Motiv an. Es ist schon mal die richtige Größe, das ist schon mal sehr schön. Kurz dieses Papier rausnehmen. Ja, es ist ein TIE Fighter drauf. Ich rutsche jetzt mal ein Stück zurück. Ein TIE Fighter. Und das andere weiß ich gar nicht, was das ist. Das ist wieder so ein Crossover wahrscheinlich. Sonst dürfen, obwohl das ein offizielles Star Wars Produkt ist. Sonst bei diesen Drucken und sowas machen die oft Crossover, weil die, glaube ich, aus Lizenzgründen nicht nur eine Sache drauf haben dürfen. Also es fühlt sich schon mal im Gegensatz zu den letzten T-Shirts, die immer dabei sind, die immer selbst bedruckt sind. Von Wootbox oder irgendwelchen, mit irgendwelchen Künstlermotiven. Fühlt sich das um einiges hochwertiger an. Das ist halt auch ein Disney Star Wars T-Shirt. Das ist nicht so ein Billo-T-Shirt wie die anderen. Das ist schon recht wertig. Das fühlt sich gut an, das ist relativ schwer. Und da hat man auch nicht das Gefühl, dass das beim ersten Mal waschen einläuft. So, T-Shirt ist in Schwarz, deswegen ganz schick. Motiv kann man drüber streiten. Hätte ruhig noch ein bisschen schlichter aussehen können. Diese chinesischen Zeichen oder japanischen Zeichen oder sowas, da stehe ich nicht so drauf. Und dann, da habe ich mich schon drauf gefreut, weil ich habe schon einige Funko Pop-Figuren. So um die 20 Figuren vielleicht. Und alle von Star Wars. Und hier ist auch eine Star Wars-Figur drin. Prinzessin Leia. Da steht Wootbox Exclusive drauf. Ich weiß nicht, ob das wirklich exklusiv ist. Ich glaube, die kriegt man auch so. Die ist aber recht nett gemacht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die hat so einen Umhang um. Hier draußen auf dem Bild sieht man das ein bisschen besser. Die ist schon ganz schick. Die habe ich noch nicht. Deswegen umso besser. Funko Pop 12 € bis 14 € irgendwo so liegen die beim Markteinführung, soweit ich weiß. Einzelne können dann später mal ein bisschen teurer werden. So, ich weiß nicht, was ich für die Box bezahlt habe. Ich glaube, irgendwas mit 30 €. Fassen wir zusammen. Funko Pop-Figur. Sehr schön. Das T-Shirt ist okay. Dann haben wir das Notizbuch. Optisch ganz nett. Ist nur für mich kein richtiges Notizbuch, sondern einfach ein paar Zettel aneinander getackert. Die Christbaumkugeln totaler Scheiß. Von draußen sehen die noch ganz gut aus hier auf der Verpackung. Aber wenn man sie auspackt, sind die echt minderwertig. Und dann der kleine Pin, der ist okay. 30 €. Wenn das T-Shirt 20 kosten würde im Laden. Meistens liegen die aber eher so bei 13 bis 16 € und die Funko Pop-Figur. Dann kommt man schon so ungefähr auf den Preis, wenn man das beides unbedingt haben möchte. Sonst eher nicht. Wir gucken jetzt trotzdem nochmal ganz kurz in das Heft, um zu gucken, wie denn die Wootbox, die Preise angibt von den Sachen. So, Prinzessin Leia. Kostet hier 20 €. Das T-Shirt kostet 20 €. Würde ich jetzt beides verneinen. Das Notizbuch. Jetzt muss ich kurz die Seiten zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also die Hälfte sind 10 Seiten, da die, wenn man die Tacker rausnimmt, sind das ganze Blätter. Das sind 10 Blätter. Nicht mal A4. Und hier steht drin, die Seite. 4 €. 4. Ich weiß nicht, wie die auf 4 € kommen. Da kann ich mir vergoldetes Papier holen, das kostet weniger. Diese Christbaumkugeln, die der letzte Dreck sind. 10 € bezahlt man nirgendwo. Der Pin 4, das könnte sein. Das ist okay. Hier drauf sieht man den noch mal ein bisschen besser, falls man den eben nicht so gut erkennen konnte. Ja, ich tippe eher auf einen Gesamtwert von um die 30 € und selber gibt die Wootbox das immer mit 60 an.
Ich finde es totaler Quatsch. Das Schöne ist bei dem Gewinnspiel, man kann sich mal ablichten lassen mit Hashtag Wutbox, dann soll man sich mit den Artikeln fotografieren oder irgend sowas. Dann kann man am Gewinnspiel teilnehmen und Mega-Wutboxen gewinnen. Ist ja hier auch raus, weil ich viel zu spät bekommen habe. Mein Fazit: Da Star Wars draufsteht und das einige Star Wars-Artikel sind, ist die Box okay. Mehr nicht. Einige Artikel sind reinster Hohn und Spott, die diese Boxen drin haben. Und ich kann nur jedem empfehlen, kauft euch diese Boxen nicht. Wenn man Bock hat am Auspacken und sonst keine Geschenke bekommt, weil man keine Freunde hat, kann man sich sowas bestellen. Ansonsten lasst es und kauft euch die Artikel, wenn ihr sie unbedingt haben wollt, einzeln. Dann könnt ihr so einen Scheiß wie sowas hier einfach rauslassen und braucht das nicht kaufen. So, das war wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass ich eine Wutbox bestellt habe. Es gab ein paar Probleme, man konnte nicht rechtzeitig kündigen oder es wurde einem so ein bisschen der Eindruck gemacht, wenn man rechtzeitig kündigt für die Januarbox, dass man auch die Star Wars Box abbestellt. Deswegen habe ich es zu spät gemacht, die Januarbox bekommen, was auch wieder so ein bisschen hinters Licht führen ist. Und diese ganze Masche, die versuchen irgendwo Geld rauszuholen und einem falsche Tatsachen vorzutäuschen. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Wutbox, Daumen runter. Probiert's aus, wenn ihr Geld über habt. Ansonsten gibt es irgendeinen wohltätigen Zweck und gebt es nicht für so eine Wutbox aus. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Tschüss.